Es ging ziemlich heiß zu, als Robert Pattinson und Mia Wasikowska eine Szene für ihren neuen Film Maps on the Stars drehten. Sie mussten lachen, als der Filmdirektor Schnitt ruft. Robert sagte, dass es immer irgendwie komisch ist, wenn man Liebesszenen mit jemandem dreht. Die beiden Schauspieler waren in Schwarz und waren ein bisschen schüchtern zwischen den Filmaufnahmen, aber irgendwie sehen die beiden zusammen wirklich niedlich aus. Es ist schwierig, intim vor der Kamera zu sein, aber die beiden können es. Sie haben mehrere Szenen gedreht und sie hatten falsche Verbrennungen im Gesicht. Der Film handelt um jemanden, der gerne mit Knallkörpern spielt. Dieser Charakter wird von Mia dargestellt. Sie trifft einen Fahrer einer Limousine, der von Rob dargestellt wird. Es scheint wirklich gut für die beiden zu laufen. Der Film soll im kommenden Jahr in die Kinos kommen, mit den Liebesszenen.